So, Leute, wir machen weiter mit Let's Play Tomb Raider 4. Ja, so denke ich diesmal letzten Session. Und ich habe herausgefunden, was man hier machen muss. Und zwar, es ist im Grunde gar nicht so schwer. Man muss nur die richtigen Affen finden. Gut, und zwar auf die Affen, die uns angreifen, müssen wir schießen. Auf die uns nicht angreifen, die müssen wir irgendwas machen lassen. Und dann wird sich wohl ein Gang öffnen. Okay, ich bin voller Elan, dieses Mal das Spiel auch wirklich zu vollenden. In der Hoffnung, dass es auch diesmal wirklich so ist. Okay, was macht dieser Affe? Geht im Kreis. Gut, ich glaube, das war jetzt auch der falsche. Wir müssen auf den richtigen Affen warten. Einer ist nämlich echt von diesen Affen. Aber welcher ist es? Moment, kann ich jetzt hier vielleicht irgendwie. Oder kann ich jetzt hier das Ding nicht öffnen? Okay, passiert nichts. Und hier? Passiert da vielleicht was? Okay, tut sich auch nichts. Hier vielleicht tut sich hier was. Also eigentlich muss jetzt hier ein echter Affe raus. Komm, muss einfach diese Nebel. Habe ich es jetzt irgendwie verkackt oder so? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Nein. Das funktioniert nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Nein. Komisch. Eigentlich müsste einer der Affen die Tür öffnen. Irgendwie macht's keiner von denen. Stimmt doch gerade was nicht. Der ist doch echt. Nee, der ist unsichtbar.
Moment mal. Der hat irgendwie die Augen zu. Ach, jetzt verstehe ich, wie das gemeint ist. Der hat den Mund zu. Das heißt, der scheint dann wohl nichts zu machen, oder wie? Ist der echte? Hm. Okay, das war das Rätsels Antwort. Na, Hallöchen. Weg, Freunde. Kommen hier noch Gegner? Endlich weiter. Endlich, endlich, endlich. Oh, Überraschung. Da hinten ist auch eine Überraschung. Der Typ hier hinten. Going. Das kommt mir so bekannt vor, die AG, als wäre ich schon mal gewesen. Das war doch von der Mastermind eine Ecke. Oh. Okay, ist hier noch einer? Ich weiß gerade nicht, wo das Vieh ist, aber es nervt. Ich sollte mich vielleicht mal heilen. Da gehen die letzten Medipacks hin. Och, du nervst.
ist denn das Vieh? Gibt es hier draußen noch was Interessantes? Wirst du. Was bitte? Auch das gibt's doch nicht. Puh, so weit kommt's noch. Nicht getroffen. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wo das Vieh jetzt rumglitscht. Pack bekommen. Sweet. Boah, ist das ein Riesending. Ich sehe schon. Traue ich nicht so richtig. Besser wäre es, hier zu speichern. Man weiß ja nicht, was noch kommen kann. Ich glaube darüber, oder? Ja. Ja. Friss meine Armbrust. Macht sich nochmal richtig nützlich die Armbrust im. Oh. Ach du Scheiße. Gott, hab ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Scheiße, hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Verflixt. Na, okay. Aber jetzt wissen wir, dass hier Steine runterfliegen. Deswegen müssen wir aufpassen. Hier ist also Obacht geboten. Okay, lass mich raten, da vorne kommt bestimmt auch noch was runter.
Raffinierter Fall. Allerdings nicht raffiniert genug für unser Gleichen. Wo jetzt lang? Hier hoch? Nee. Da nicht hoch. Da geht's auch nicht hoch. Und da geht's bloß wieder runter. Okay, das war jetzt ganz schlecht. Da oben ist auch tot. Können wir also nicht machen? Okay, wie ging es jetzt da hoch? Wie war jetzt der Weg? Ich habe das, glaube ich, vor einer Weile mal gewusst. Jetzt weiß ich es aber leider auch nicht mehr. Es gibt einen Weg da hoch. Wir müssen einfach nur ein bisschen knobeln. Vergesse es immer, dass es wieder oben sitzt. Vielleicht jetzt hier hoch. Da geht zwar nicht weiter hoch. Hier kann man nicht hoch. Ich werde dir mal kurz sprechen, aber ich möchte kurz was versuchen. Ich glaube irgendwie, dass es richtig war. Was ich gerade gemacht habe. War es auch. Da hinten ist nämlich eine Plattform. Nicht mit mir. Ist die Plattform. Boah, ich habe gerade ein bisschen Schiss bei diesen Sprüngen. Fragt mich nicht wieso. Es ist so. Das habe ich geahnt. Aber ich bin zurückgesprungen. Mist.